Hallo meine Lieben, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Ja, wir haben ab heute Urlaub. Das heißt, dass wir morgen und bis zum 3. Januar Urlaub haben. Der Thomas und ich und die Emily hat ja so Ferien. Und dass wir jetzt in die Vorbereitung für Weihnachten reingehen können. Ja. Aber ich habe noch ein ganz anderes Anliegen. Ich mache heute nicht, dass ich, also ich drehe heute nichts ab von Verbrauch oder Einkauf oder irgendwas. Ich wollte einfach mich mal bei euch ganz herzlich bedanken, weil das Jahr geht zu Ende und ich habe gedacht, komm, jetzt sagst du deinen Abonnenten und Leuten, die da draußen mich angeschaut haben, erstmal ein ganz, 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 ganz liebes Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr mich so doch schon zahlreich, für mich ist es zahlreich. Und über jeden Abonnenten mehr freue ich mich ganz doll. Ja, und ich freue mich darüber, dass ihr mich schon so zahlreich, wie ich gesagt habe, schaut. Für mich ist es zahlreich, für andere ist es vielleicht wenig. Aber ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass mich irgendwie jemand anschaut oder das so intensiv verfolgt. Darüber freut man sich natürlich und das spornt einen ja auch an. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Aber ich finde es ganz toll, dass man, wenn man drei oder auch schon mal ein Video das hochlädt und die Leute abonnieren einen. Also ganz, 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 ganz lieben Dank an euch alle. Ich freue mich ganz toll und ja, was soll ich sagen? Herzlichen Dank. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch schon, das erstmal vorweg, und ich hoffe, ihr seid auch schon ein wenig in Weihnachtsstimmung, obwohl die Stimmung schon, aber irgendwie auch noch nicht mal richtig. Es ist irgendwie, fehlt einem auch noch diese vierte Woche, finde ich immer. Aber wir sind trotzdem hier kräftig bei. Wir haben heute unseren Tannenbaum aufgestellt. Früher haben wir den immer, als meine Kinder noch ganz klein waren, mit meinem ersten Mann, habe ich den immer grundsätzlich erst am 23. höchstens am spätestens am 24. morgens aufgestellt und die Kinder haben den und wieder am 23. abends geschmückt oder am 24. morgens geschmückt. Die wollten das immer so, dass das so was ganz Besonderes ist, der Tannenbaum, und dass der dann erst kurz vorher reinkommt, dass die Kinder, ja, die Augen glänzen, kann man so sagen, ne? Dass die wissen, oh, jetzt ist was ganz Besonderes. Ich finde immer, wenn man ihn schon so, wir haben ihn heute auch schon drin, muss ich dazu sagen. Wir hatten ihn auch schon vorher, seit zwei Tage, drei Tage früher drin. Aber auch da deshalb, weil wir es einfach nicht anders mehr hinbekommen. Weil die ersten Kinder schon am Samstagnachmittag hier sind. Und dann wird das alles sehr knapp und katastrophal. Und alles im Wirrwarr durcheinander, weil dann jeder hier irgendwas macht. Und deswegen haben wir uns entschieden, den machen wir fertig. Dann ist die eine Sache abgehackt und er steht ruhig. Und ja, wir haben ihn ganz durcheinander behangen mit, ja, so mehr für die Kinder, ne, mit Weihnachtsmännern dran und, naja, die ich die euch auch mal in Einkaufsvideos gezeigt habe, die Hirsche und Nussknacke und Sterne und ein Dackelgelenk dran, natürlich für Karl, und eine goldene Spitze haben wir oben drauf. Also es ist wirklich schön für Kinder, so ein Hingucker, es ist richtig hübsch geworden, die Kugeln waren fast alle aus Depot. Und da gibt es ja tolle Kugeln und ja, sieht für Kinder sehr, sehr schön aus. Und ich kann mich auch nicht so trennen davon. Diese, sowas Ähnliches hatte ich schon immer für meine Kinder, als sie klein waren. Und ich ziehe es immer noch durch, obwohl die jetzt schon selbst Eltern sind, vereinzelt. Und ja, irgendwie komme ich einfach nicht weg davon. Aber ist ja auch egal. Ne? Das ist ja auch eine schöne Sache und das wird auch so bleiben bei mir. Ja, ja, das habe ich. Morgen fahren wir nochmal einkaufen. Jetzt war es irgendwie weg. Morgen fahren wir nochmal einkaufen und ein Geschenk brauche ich noch. Und dann bin ich aber auch komplett durch. Und ich habe auch alles schon um mich rein eingepackt und ja, alles fix und fertig. Also da ist jetzt nichts mehr dran zu ändern und rütteln und alles gut, so wie es ist. Für die Kinder ist das ja gar kein Problem, Kleinigkeiten zu kaufen. Wir Großen beschenken uns fast gar nicht. Es gibt für jeden eine Kleinigkeit. Weil das wäre zu viel und das wollen wir auch alle nicht mehr. Wir sitzen lieber zusammen und genießen diese Tage so gut es geht miteinander und ja, und das war immer wunderschön bei uns und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder so wird
Und wir freuen uns, manche sehen sich ja doch nicht so oft, und weil sie ziemlich weit auseinander wohnen. Und ich freue mich einfach, wenn die aufeinandertreffen und jeder wieder seine Sachen erzählt, die ihn bewegen oder die er loswerden will. Und ja, da ist immer viel drumrum bei uns, ne? Und das ist auch sehr schön, wenn man so eine große Familie hat. Ja. Die Emily hat mir gerade geschrieben, dass sie in einer halben Stunde nach Hause kommt. Die ist noch bei einer Freundin. Die machen heute Abend Wichteln. Jeder hat eine Kleinigkeit und wollen das untereinander, ne? Und sie hat gerade geschrieben, als sie kommt. Weil das muss ich mir wissen, das kann ich nicht ab, wenn das Mädchen unterwegs ist und mir nicht schreibt, wann sie nach Hause kommt. Da mache ich mir einfach immer Sorgen und deswegen schreibt sie immer, wann sie ungefähr fertig sind und wann sie denkt, loszugehen, damit ich das weiß. Ja. Und ja, ich weiß nicht, was macht ihr euch zu essen, Leckeres? Also im ersten Weihnachtstag gibt es natürlich bei uns Ente. Und hier, da haben wir auch 3 Stück gekauft. Wahnsinn. Aber nicht nur bei alleine. Also mein Sohn bringt auch eine mit und von Thomas Kinder bringt auch eine mit. Und die bereiten die auch schon zum Teil zu Hause fertig und packen sich die dann. Ja, die haben ja alle Bräter und dann wird das schön zugemacht in die Ecke reingestellt, weil das schaffe ich ja nicht an einem Tag hier bei mir 3 Enten abzumachen, fertig zu machen. Und ja, 2 gehen ja, aber 3 wäre zu viel und wir brauchen 3, weil wir auch viele Leute sind, wie gesagt. Und am Heiligabend mache ich immer Kartoffelsalat und Wiener. Ich bin gerade bei Kartoffel abzukochen und ja. Und für die Erwachsenen, die alle mögen, gibt es Karpfenblau. Ich weiß, viele mögen es vielleicht nicht so. Ich bin so groß geworden, ich kann mich davon auch nicht lösen. Aber ich muss sagen, meine Mutters Karpfen hat früher mir immer am besten geschmeckt. Ja, leider kriege ich es nicht so schön hin. Was heißt nicht so schön? Vielleicht ist es auch so, dass man seins, wenn man es selbst kocht oder vorbereitet, das nicht so gerne essen mag. Kann das sein? Also bei meiner Mutter hätte ich mich da reinlegen können. Schon als Kind oder Jugendliche nachher mochte ich es ganz gerne, als Kind glaube ich gar nicht so, aber als Jugendliche. Und ja, ich kann das einfach nicht ablegen. Viele wollen gar nicht mehr so an den Karpfen ran, aber ich brauche immer einen Karpfen. Und dann machen wir noch Ragu-Fenn zu für die, die auch keinen Karpfen wollen. Also das ist alles kein Problem. Das ist bei uns, wird alles so vorbereitet, dass für jeden was ist, was er gern isst und was er gern trinkt. Und somit sind auch eigentlich alle ziemlich glücklich oder sind alle glücklich, kann ich nur so sagen. Es war die letzten Jahre jedenfalls so. Ja, und am Heiligabend gehen wir so um 17 Uhr in die Kirche. Das geht dann bis 18 Uhr. Ja. Und das machen wir auch schon. Ich habe es auch schon von meinen Eltern damals so kennengelernt. Und das finde ich auch wirklich so feierlich. Ich brauche das. Ja, der Thomas ist früher nicht so oft gegangen, auch mal, aber nicht oft, aber Weihnachten, ich bin sonst auch nicht so ein Kirchengänger, gebe ich ehrlich zu, aber Weihnachten finde ich es einfach, um auch so in Stimmung zu kommen, das bringt mir so viel die Stunde, muss ich so sagen, kann man das so sagen, ja, das bringt mir sehr viel und deswegen lasse ich das auch und ja, und freue mich darauf auch wieder. Und was bei uns so schön ist, in unserem, das machen die eine Christenlehre, heißt das. Da basteln die immer Laternen für die Kinder, die da zu Besuch sind oder die ja als mit den Eltern da sind. Also da können sich jedes Kind so eine Laterne holen. Und die sind richtig süß, die sind so hoch und dann richtig mit Krippe draufgeklebt. Und da steht eine Kerze im Wachs, unten in Gips so drin. Oh, das ist so süß. Also, und das kenne ich schon und aus meiner Kindheit auch. Diese Laternen habe ich mir schon geholt und ja, die gibt es immer noch und das finde ich toll. Und dazu wird immer Ode Fröhliche gesungen und das, ja, das brauche ich einfach. Und ich hoffe, dass der Max auch mit seinen Jungen diesmal nach vorne geht und das holt. Aber ich denke immer schon, sonst nehme ich den Moritz auf den Arm und dann gehen wir beide nach vorne. Ja, das gibt mir irgendwie erst so die richtige Weihnachtsstimmung. Ja. Wollte ich euch noch irgendwas erzählen? Das muss ich erstmal überlegen. Ja, ich werde jetzt nachher hier hinten dran. Ich hatte in DM heute noch Sachen gekauft und in Rossmann. Und das wollte ich euch noch zeigen, was ich da auch noch eingekauft habe. Das werde ich auch noch fertig drehen gleich. Und die Tage jetzt, die nächsten, werde ich wahrscheinlich zu nichts mehr kommen. Da habe ich, ja, doch
denke ich mal, eher weniger Zeit zu. Ja, und das möchte ich dann auch nicht, ne, wenn jemand hier sitzt, dass ich mich daneben an oder nach oben oder irgendwo gehe mit meiner Kamera und mich da hinsetze und da. Nein, dann nehme ich mir Zeit für unsere Kinder und Enkelkinder und da wird die Kamera nicht bei sein. Ja, so Bilder machen, ja, ein paar Videos für die Kinder, dann auf irgendwas reagieren, aber mir auch nicht. Dass wir das ein bisschen festhalten, die Eltern also für ihre, für später, für die Kinder. Ja, was gibt es sonst noch? Ich muss jetzt erstmal überlegen, jetzt bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen. Nee, sonst ist alles soweit bei uns vorbereitet. Die Geschenke sind eingepackt. Wie gesagt, da kriegen wir die Kinder. Und das ist meistens momentan gerade Lego, Playmobil oder so ein Laufrad. Na? Ja, sowas in die Richtung wünschen sie sich alle. Und der ein bisschen größere wünsche ich gerne von Nintendo und Spiel. Ja, so haben wir es dann auch gemacht. Und wir Erwachsenen kaufen uns nur eine ganz, ganz Kleinigkeit. Und da sind wir auch alle glücklich mit. Eigentlich wollten wir es gar nicht mehr machen. Dann haben wir entschieden für 10 Euro. Aber das hält bestimmt auch wieder keine. Aber viel ist nicht drin, jedenfalls von meiner Seite nicht. Und weil sonst geht das immer wieder los. Wir sagen das mindestens schon 10 Jahre jetzt bald. Es gibt keine. Es gibt nichts Großes mehr. Es gibt nichts Großes mehr. Oder es gibt nur ganz Kleinigkeiten. Und immer wieder ist einer dabei, dass der dann da rausragt, ne? Und doch wieder was Besseres hat oder was Teureres hat. Und dann steht man wieder so da und denkt, ach, ist jetzt doch unangenehm. Und das ist nicht schön. Und ich habe eigentlich allen noch geschrieben vor einer Woche, denkt dran, wir halten uns diesmal daran, was wir abgemacht haben. Es gibt nur eine Kleinigkeit, ne? Und ich hoffe, dass es so diesmal wirklich so ist. Ja, im Sommer hatte ich euch ja noch erzählt, da haben wir nämlich neulich gerade drüber unterhalten. Also, wir hatten im Herbst schon darüber gesprochen und überlegt, ob wir nochmal alle nach Dänemark. Hatte ich ja im Sommer mal erwähnt, dass wir vielleicht Weihnachten in Dänemark mal alle sind. Ja, der eine hat nicht so lange Urlaub gekriegt von Thomas Kindern und bei den nächsten haut das auch nicht unbedingt hin. Dann hätte er da auch irgendwie was noch machen müssen und ach, dann haben wir gesagt, wir machen es nicht. Wir machen das wieder im Sommer alle zusammen. Ja, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, oder wie sagt man? Ich würde es gerne mal machen, ich muss es euch ehrlich mal sagen. Und mal so ganz befreit auf einer anderen Ebene mal, in einer anderen Bereich, in einer anderen Gegend mal, wo keiner so direkt die Arbeit hat, wo wirklich alles so, ne? Vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr. Müssen wir mal schauen. Aber ich bin ein bisschen erkältet irgendwie. Ja, so ihr Lieben. Jetzt werde ich das Video beenden. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle, schöne und erholsame Weihnachtszeit. Rutscht gut ins neue Jahr. Bleibt schön gesund bis dahin. Ne? Und wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch alle. So, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ich hoffe, dass ihr nichts vergessen habt. Ach, und da wollte ich euch noch sagen, das letzte Video. Entschuldigt bitte, da hat das Ende gefehlt von den Schminkvideo. Also das war ja ein Ding. Auf mein Apparat ist das komplett drauf und ich weiß nicht, wieso YouTube dann die Hälfte weggelassen hat. Ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt oder ob da irgendwie zu lang war, dass sie das da beendet haben. Aber ich kann es euch nicht sagen. Es ist jedenfalls komplett drauf und der Thomas meinte gestern, weil der gestern schon frei hatte, du sag mal Schatz, warum hast du denn nur das halbe Video drauf? Ich sage, wie so ein halbes Video. Er sagt, du hast da kein Tschüss gesagt und nix. Dann habe ich es erstmal angeschaut. Ich sage, ich habe das doch komplett hier drauf. Er sagt, ja, dann mach mal die Seite auf. Und dann hat er die aufgemacht und mir gezeigt. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass das mitten drinne beendet wurde. Also das sollte nicht so sein. Natürlich wollte ich mich von euch verabschieden. Wo das Ende hingegangen ist, weiß ich nicht. Auf meinem Handy ist es drauf gewesen. Ich weiß nicht, ob die es, und ich habe es immer drauf, ob die das verkehrt hochgeladen haben oder ob das, ja, ich kann es euch nicht sagen. Es war jedenfalls in der Mitte beendet. Es kam noch minimal viel noch, kann man sagen. Minimal viel, hört sich doof an, aber es kam noch ein bisschen und das ist alles weg gewesen. Ja, ich wollte es jetzt nicht mehr, als der Thomas das gesagt hat, war es dann nun schon 4, 5 Tage drin, so ungefähr. Und wisst ihr, ich wollte es nicht mehr raus, denn das wäre mir auch so lächerlich gewesen, das jetzt auf einmal rauszulöschen. Ich habe gedacht, komm, es haben so und so einige schon angeschaut. Und dann ist es halt so, du sagst es einfach im nächsten Video.
Und deswegen wollte ich euch das nochmal mitteilen, dass das nicht meine Schuld war. Wie das zustande kam, kann ich euch nicht sagen. Aber es war ein Schluss. Nehme ich das Schluss mit den Tschüss, ihr Lieben, dass ich jetzt nochmal sage. Bleibt schön gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr hoffentlich gesund und munter wieder. Macht euch schöne Tage, entspannt euch, macht so was ihr Spaß habt. Und danke für alles. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut.